In diesem Video erkläre ich euch die fünf wichtigsten Fakten über die Zeit der Renaissance. Wir klären zum Beispiel, was sich im Vergleich zum Mittelalter ändert, welches neue Bild sich Künstler vom Menschen machen und was es mit dem Humanismus auf sich hat. Eben alles, was du wissen musst. Ein Blick auf den Kalender. 1400 nach Christus. Wie sieht das Leben in Europa aus vor 600 Jahren? Naja, im Mittelpunkt steht die Kirche. Die Macht liegt beim Papst und beim Kaiser. Und die Ordnung in der Gesellschaft, die gilt als gottgegeben und unveränderbar. Und die Menschen, die haben das akzeptiert. Warum auch nicht? Seit Generationen hat sich diese Ordnung gefestigt. Keine großen Veränderungen seit 900 Jahren. Aber jetzt kommt es. Der Handel gewinnt immer mehr an Bedeutung. Vor allem der Fernhandel mit dem Nahen und Fernen Osten, also dem Orient, Indien und China. Das beeinflusst das Leben der Menschen. Erfolgreiche Kaufleute erlangen große, nie dagewesene Reichtümer. Vor allem in Italien, in den Städten Florenz, Venedig und Mailand gibt es viele dieser erfolgreichen, weitgereisten Menschen. Sie sehen, dass man durch sein Handeln selbst sein Leben verändern kann, seine eigene Situation verbessern kann. Sie wollen diese angeblich gottgegebene Ordnung daher nicht mehr anerkennen. Sie suchen nach Veränderung, nach neuen Ideen. Und diese neuen Ideen finden Sie in der Antike. Die Antike ist die Zeit zwischen 800 vor Christus und 600 nach Christus, also quasi bis unmittelbar vor Beginn des Mittelalters. Das klingt erstmal paradox, neue Ideen in der Vergangenheit zu finden, aber vor allem die griechischen Gelehrten wie Aristoteles, Sokrates oder Pythagoras gelangen in den Fokus des Interesses. Aber warum eigentlich? Naja, im Mittelalter leben die Menschen, wie schon gesagt, in einer gottgegebenen Ordnung, wie sie die Kirche verkündet, in der sehr festen Ständegesellschaft. Die Kirche, die im Mittelalter auch für die Bildung zuständig ist, die erklärt alle Dinge mit der Bibel. Das ist aber für viele nicht immer ganz so befriedigend. Denn die Menschen, die aus eigener Kraft reich und erfolgreich werden, die wollen sich selbst ein Bild von der Welt machen, wollen selbst nach Antworten suchen und sich nicht auf die Kirche verlassen. Die Inspiration dazu finden Sie in den schon fast vergessenen Büchern der griechischen Denker. Inspiriert von den alten griechischen Philosophen und Naturwissenschaftlern bringen die Menschen jetzt unfassbar viele Ideen in den unterschiedlichsten Gebieten hervor. Kunst, Wissenschaft, Philosophie oder auch in der Politik. Das Wissen der Griechen wird ganz neu entdeckt und weiterentwickelt. Die Menschen wollen also eine Wiederkehr, eine Wiedergeburt der Antike. Und wenn Wiedergeburt auf Französisch Renaissance bedeutet oder auf Italienisch auch Rinascita, hat man diesen Abschnitt dann später Renaissance genannt. Ein Abschnitt im 15. und 16. Jahrhundert der europäischen Geschichte. Französisch einfach deshalb, weil das damals die Sprache war, so wie heute Englisch, da hat man sich dann überall dran orientiert. Wir halten bis dahin mal fest. Fakt 1, in der Renaissance wollen die Menschen die Antike wiederbeleben und sie wollen sie weiterentwickeln. Dann kommen wir jetzt zu einem der wichtigsten Denker der Renaissance, nämlich zu Fakt 2, Leonardo da Vinci. Das hier ist Leonardo da Vinci. Er lebt von 1452 bis 1519, also mitten in der Zeit der Renaissance. Er interessiert sich für so ziemlich alles, kann man sagen. Leonardo da Vinci öffnet Dutzende Leichen, weil er genau wissen will, wie der menschliche Körper von innen aussieht, wie er funktioniert, wie sich Krankheiten auswirken. Und was er dann da sieht, das zeichnet er ganz genau auf, sieht man hier auch auf diesen Bildern, bis ins kleinste Detail genau notiert Leonardo da Vinci alles. Extrem erstaunlich, wenn man sich mal vor Augen führt, dass das schon 500 Jahre her ist, diese Zeichnungen. Und das Wissen, das Leonardo da Vinci gewinnt, das nutzt er, als er seine bis heute weltberühmte Mona Lisa malt. Ja, also ich finde die ehrlich gesagt gar nicht so spektakulär, aber ist natürlich schon ein hohes Kunstwerk und deswegen nennt man ihn heute einen Universalgelehrten, eben weil er sich für alle möglichen Wissensbereiche interessiert, alles kann und außerdem ist er ein genialer Erfinder, dessen Erfindungen seiner Zeit weit voraus sind. Fluggeräte und U-Boote zum Beispiel. Davon zeichnet er aber nur die Pläne. Wirklich ausprobiert hat er das Ganze nicht. Wir merken, Fakt 2, Leonardo da Vinci ist das Paradebeispiel dafür, wie die Künstler und Gelehrten in der Renaissance ticken. Vor allem er prägt, Fakt 3, ein neues Menschenbild. Das neue Menschenbild entsteht in der Philosophie. Im Mittelalter hat die Kirche den Menschen gesagt, wie Gott die Welt und die Gesellschaft geordnet hat und was wahr und was falsch ist. Die Menschen sagen jetzt aber, das akzeptieren wir nicht mehr. Gott hat uns den Verstand gegeben, damit wir ihn auch benutzen. Ist ja eigentlich ganz logisch. Sie geben sich mit ihrem Platz nicht mehr zufrieden.
zumindest mit dem Platz, der ihnen von der Kirche vorgeschrieben wird. Der Verstand, das Denken wird wichtiger als die Religion. Der Mensch will die Natur verstehen. Auf die Gesamtbevölkerung gesehen betrifft die Renaissance ziemlich wenige Menschen. Die Renaissance ist keine Massenbewegung und sie verändert nicht schlagartig das Leben der einfachen Leute. Man muss sagen, die Kirche, die behält über Jahrhunderte immer noch ihren Einfluss. Es gibt immer noch die Ständegesellschaft und es gibt auch Kriege wegen religiöser Vorstellungen. Deshalb halten wir als Fakt 3 fest, der Verstand wird wichtiger als die Religion, aber die Kirche, die behält ihren Einfluss erstmal weiter. Fakt 4, der Mensch in der Kunst. Dieses neue Menschenbild zeigt sich vor allem in der Kunst der Renaissance. Es werden jetzt echte, individuelle Menschen ganz naturgetreu abgebildet. Das Bild hier zum Beispiel, das ist auch von Leonardo da Vinci, der sogenannte vetruvianische Mensch. Und das könntet ihr kennen, denn dieses Bild, das ist in Deutschland auf allen Krankenversicherungskarten abgebildet. Und man erkennt da sehr gut, wie sehr sich Leonardo da Vinci für Körperbau interessiert und wie er sich auch damit auskennt. Oft werden auch Porträts gemalt, gerne auch Selbstporträts, die Selfies der Renaissance, wenn man so möchte. Der Mensch, der rückt generell immer mehr in den Mittelpunkt der Bilder, so wie er auch in den Mittelpunkt des Denkens in der Renaissance rückt. Auch tauchen griechische und römische Götterfiguren in den Bildern oder Skulpturen auf, denn wie gesagt, in ist, was griechisch ist, und viele dieser Figuren sind nackt. Das passt gerade der Kirche nicht. Ein Beispiel. In Rom in der Sixtinischen Kapelle, da erschafft der bedeutende Künstler Michelangelo dieses weltbekannte Wandgemälde. Aber schon kurz nachdem diese Wandgemälde fertig geworden sind, lassen strenge Kirchenbosse Kleidung über die Geschlechtsteile malen, weil sie sagen, nackte Körper, das geht gar nicht. Also, ein neues Bild vom Menschen, das könnt ihr ruhig wörtlich nehmen, denn in der Renaissance entstehen Bilder, die bis heute berühmt sind. Und jetzt Fakt 5. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Ich habe ja gerade gesagt, der Mensch soll im Mittelpunkt stehen. Das gilt aber nicht nur für die Kunst. Es geht um den einzelnen Menschen als freies Wesen. Als freies Wesen, das seine ganz bestimmten persönlichen Fähigkeiten hat und seinen eigenen Verstand benutzt, um in der Welt zurechtzukommen. Menschlich, das heißt auf Latein humanus, und die neue Sicht der Welt nennt man Humanismus. Die Gelehrten und Künstler, die diese neuen Ideen besonders vertreten, die heißen Humanisten. Sie sollen dafür sorgen, dass die Menschen richtig erzogen werden, sodass sie dem Idealbild eines modernen Menschen entsprechen. Das heißt, gebildet, klug, neugierig und künstlerisch. In der humanistischen Bildung lernen die Schüler die alten Sprachen wie Griechisch und Latein, damit sie sich mit den Vorbildern und Ideen der alten Griechen und Römer auseinandersetzen können. Fassen wir nochmal zusammen. Die Renaissance ist die Zeit, in der Gelehrte und vor allem Künstler die Zeit der Antike wieder aufleben lassen. Der Grund dafür ist, die Menschen wollen selber denken. Einfach nur den Vorgaben der Kirche zu folgen, das wollen die Menschen nicht mehr bedingungslos akzeptieren. Ein bedeutender Vertreter dieser Zeit ist Leonardo da Vinci. Die Vernunft, die zählt mehr als die Glaubenssätze der Kirche. Ein neues Menschenbild entsteht. Der einzelne Mensch, der steht im Mittelpunkt, und das sieht man auch in der Kunst. Auch wenn das Mittelalter jetzt nicht direkt mit der Renaissance endet, die neuen Ideen sind nicht mehr aufzuhalten. Und es gibt auch jede Menge Erfindungen. Hier könnt ihr euch zum Beispiel mal ein Video anschauen zu einer ganz wichtigen Erfindung, nämlich zum Buchdruck. Und wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema oder generell rund um die Renaissance, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare und wir kümmern uns darum. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.